Hallo zurück zu unserem neuen Video. Heute geht es wie im letzten Video versprochen weiter mit Ratten. Also im Einzelnen, wie kommen Ratten ins Haus, wie beuge ich Rattenbefall vor, wie bekämpfe ich Ratten und ab wann ist ein Schädlingsbekämpfer nötig. Ratten sind natürlich am schlimmsten, wenn sie in die Wohnung gelangen. Da Ratten verdammt schlau und lernfähig sind, finden sie oft ausreichend Zugänge zum Haus. Als erste ist natürlich eine offene Tür auch für die Ratte eine offene Tür. Wenn ihr also wisst, dass ihr Ratten im Garten habt, Türen verschließen, wenn ihr nicht gerade in der Nähe seid. Auch Toiletten sind ein Zugangsweg für die Ratten in eure Wohnung. Wie ihr sicher wisst, leben Ratten in der Kanalisation und wenn ihr oft Nahrungsmittel in die Toilette gebt, dann folgen die Ratten oft dieser Spur und irgendwann kommen sie ins Haus. Ratten sind nämlich auch sehr gute Kletterer und kommen auch durch kleinere Mauerlöcher, was uns zum nächsten Zugangsweg bringt. Offenes Mauerwerk. Das ist oft zum Keller hin der Fall und auch zum Dachboden. Solche Löcher sollten verschlossen werden. Oft hilft natürlich Bauschaum oder auch Silikon zum Abdichten. Aber da Ratten sehr gute Nager sind, ist das oft nur ein Hindernis, das die Ratten irgendwann überwinden. Da gibt es spezielles Dichtmaterial, zum Beispiel das von Green Hero. Das Green Hero Mousetop ist in Form so elastisch, dass es Nager noch schwerer macht, diese Dichtung zu durchnagen. Aus den ganzen Zugangswegen lässt sich natürlich ableiten, wie man Ratten aus der Wohnung fernhält. Also Türen bei Ratten im Garten verschlossen halten, keine Lebensmittel in die Toilette schmeißen und Schlupflöcher verschließen. Aber auch euren Kompost solltet ihr im Auge behalten, denn gekochte Lebensmittel auf dem Kompost ziehen Ratten magisch an. Also, keine gekochten Lebensmittel auf den Kompost und Mülltonnen wie die Biotonne immer verschlossen halten. Komposthaufen solltet ihr immer wieder auf Löcher kontrollieren, denn das könnten die Rattenlöcher sein. Natürlich sollten Kellerfenster auch immer verschlossen bleiben, wenn es nicht unbedingt nötig ist, sie aufzuhaben. Auch ein Magnet für Ratten sind Katzen- und Hundefutter. Also auch das solltet ihr draußen in der Garage oder im Schuppen nicht aufbewahren. Und Käfige im Garten sollten unbedingt immer gereinigt werden, da sich Ratten auch hier angezogen fühlen. Jetzt ist es vielleicht doch passiert und ihr wollt die Ratten natürlich wieder loswerden. Da gibt es natürlich mehrere Wege. Der einfachste und empfehlenswerteste ist natürlich der Kammerjäger. Aber achtet darauf, dass dieser nicht einfach Rattengift auslegt und verschwindet. Denn das kann zu noch größeren Problemen führen. Dazu muss man nur mal kurz weiterdenken. Die Ratte frisst das Gift und dann? Genau, sie verendet irgendwo. Und das ist nicht selten irgendwo bei euch im Keller oder auf dem Dachboden. Klar ist so ein Kadaver die perfekte Brutstätte für Schmeißfliegen und andere Aasfresser. Außerdem gelangt das Gift irgendwann auch ins Trinkwasser und Menschen nehmen es in geringer Dosis wieder auf. Also, wenn der Kammerjäger das machen will, dann schickt ihn nach Hause. Das ist meist auch kein seriöser Kammerjäger. Wie ihr einen seriösen Kammerjäger findet, könnt ihr bei uns auch im Blog nachlesen. Natürlich könnt ihr Ratten auch selber bekämpfen. Rattenfallen zum Beispiel, also Schlagfallen, findet ihr in fast jedem Online-Shop. Bei uns dagegen findet ihr Sets bestehend aus Rattenfallen und gleich dabei passende Lockstoffe. Diese ziehen dann anders als Lebensmittel nicht auch noch Insekten an und sind völlig ungiftig für Ratten und Mäuse. Außerdem haben solche professionellen Rattenfallen eine enorme Schlagkraft, damit die Ratte sofort und schnell stirbt. Das ist immer noch humaner, als sie stundenlang in einer Billigfalle leiden zu lassen. Solche Rattenfallen sollten im Haus oder auch draußen, wenn ihr Kinder oder Haustiere habt, geschützt stehen. Dazu gibt es sogenannte Fallenstationen wie diese Vanguard, die ihr auch im Set bei uns im Shop findet. Diese Station ist verschließbar und Kinder oder größere Haustiere können nicht einfach in die Falle fassen. Achtung aber bei kleinen Haustieren, Hamster, Zwergkaninchen oder auch Enten können in die Station gelangen oder zumindest mit dem Schnabel bis zur Falle vordringen. Das geht meist nicht gut aus, also auch hier bitte vorsichtig sein. Wenn ihr einen großen Garten habt und dieser freiflächig und weitläufig ist, dann empfiehlt sich oft auch eine sogenannte Jule. Also eine Ansitzstange für Greifvögel. So eine Ansitzstange bietet dem Mäusebussard oder einem anderen Greifvogel einen guten Punkt für die Ansitzjagd. Und so haben Mäuse, Ratten, Marder oder auch Tauben einen Gegner, den sie fürchten und bleiben dem Gebiet fern oder werden von dem Greifvogel verjagt oder gefangen. So eine Ansitzstange findet ihr natürlich auch bei uns im Shop. So viel dazu, wie ihr Ratten fernhalten und bekämpfen könnt. Wir hoffen, dass euch die Ratten fernbleiben oder ihr mit den genannten Tipps die Ratten wieder loswerdet. Wir freuen uns natürlich auch wieder hier über ein Like oder ein Abo oder beides und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.